Also, ich habe mich mal die letzten Tage auf YouTube nach ein paar Lampensystemen umgeguckt für Gebäude, die am besten mit An- und Ausschalter funktionieren. Und ich habe auch welche gefunden, allerdings enden die meisten dann so, dass das so aussieht. Dass also hier ein Glasblock ist und dann drüber ein Glowstone. Dann würde halt per Schalter, den ich jetzt hier nicht gebaut habe, der Glowstone verschoben werden. Allerdings gefiel mir das nicht so gut, weil der halt einen nach oben versetzt ist und so. Dann habe ich mir überlegt, wie man das bauen könnte, dass das mit einem Schalter funktioniert und wie man jetzt hier sieht, ist die Lampe auf ausgestellt. Das ist jetzt mein Proof of Concept praktisch. Wenn ich jetzt hier auf diesen Schalter drücke, dann wird in der Mitte der Stein durch einen Glowstone ausgetauscht. Und der ist auch nicht einen nach oben verschoben oder so, sondern ist wirklich anstatt dem anderen Stein da. Wenn ich jetzt nochmal auf denselben Schalter drücke, Glowstone durch einen normalen Stein ausgetauscht. Das sind halt beliebig oft. Und ja, ich hatte mir halt überlegt, wie ich das mache. Und angefangen hatte ich damit, dass ich zwei Schalter benutzt hatte. Ich habe hier mit der hinteren Hälfte der Schaltung angefangen. Hier hatte ich erst einen Schalter hingebaut, da wo jetzt diese Kerze ist. Und hier auf der anderen Seite dasselbe, an diese Stelle hier etwa. Wenn man halt den Schalter gedrückt hat, ist halt das Redstone-Signal hier angegangen. Die Kerze ist ausgegangen, die Piste ist hochgegangen. Der Stein, der aktuell dran war, ist dann hochgehoben worden. Wenn man jetzt hier den Knopf gedrückt hat, dann ist die Piste angegangen, der Glowstone wurde dahin geschoben. Und dadurch, als das Button-Signal wieder ausgegangen ist, ist dann die Piste wieder runtergegangen. Dann hatte man zum Glowstone gewechselt. Dann konnte man auf der anderen Seite dasselbe machen, nur halt, dass dann vom Glowstone zum Stein gewechselt wurde. Jetzt wollte ich das alle aber nicht über zwei Buttons lösen, sondern über einen Button. Und dann habe ich mir überlegt, wie man das machen kann. Und dann ist mir aufgefallen, musste ich halt überprüfen, welcher Stein gerade dran ist. Dann habe ich hier ein kleines System gebaut, das überprüft, ob an dieser Stelle hier ein Stein ist. Und das gleiche System habe ich hier auch nochmal benutzt. Ich habe hier einfach einen Repeater gepowert, der ist immer an, egal welchen Status das gerade hat. Und wenn jetzt zum Beispiel der Glowstone gerade dran ist, also das Licht an ist, dann ist hier der Clearstone und dadurch, dass hier der Clearstone ist, geht dann dieser Repeater an und das System weiß praktisch, es ist gerade das Licht angeschaltet. Demnach geht, wenn der Clearstone, wenn das Licht an ist, dann geht demnach hier der hier aus, weil hier dann kein Stein mehr ist. Und jetzt habe ich das so gemacht, dass wenn man den Button drückt, dann kommt das Signal hier oben an. Das ist das Button-Signal, der Button ist ja gerade nicht gedrückt. Und das geht dann hier zu einem Endgate, also zu einem Gate, das nur angeht, wenn beide Signale auf an sind. Das heißt, das Signal ist aus, deswegen geht das schon mal nicht an. Das überprüft halt dieses Button-Signal und gleichzeitig, ob das Signal an ist. Das heißt, wenn das Signal an ist, dann ist die Lampe aus. Und wenn gleichzeitig hier das Button-Signal an ist, dann geht diese Lampe hier an und der Prozess, um die Lampe anzumachen, wird eingeleitet. Jetzt habe ich genau dasselbe nochmal für die andere Seite gemacht. Das heißt, wenn das Button-Signal, das wird hier original weitergeleitet, das hier oben ist das genau das Button-Signal. Wenn das an ist, das Button-Signal, und hier ein Stein ist, also wenn der Clearstone hier ist und das Button-Signal an ist, dann weiß er, der Button ist gedrückt und die Lampe ist gerade an. Dann wird hier das Umtauschen eingeleitet und die Lampe wird ausgeschaltet. Ja, das Ganze kann man sich dann nochmal von oben angucken. Ist noch ein bisschen umständlich gebaut, ist auch nur ein Proof of Concept erstmal, aber es soll halt zeigen, dass man sowas machen kann. Habe ich halt da vorne das Button-Signal, es geht da lang und da hoch. Hier ist das erste Endgate, hier ist das zweite Endgate. Hier kommt das erste Signal an zum Anschalten, nee, zum Ausschalten der Lampe. Hier das Signal zum Anschalten der Lampe. Ja, ist im Grunde genommen nicht so viel, auch wenn es vielleicht kompliziert aussieht, aber habe ich dann halt ein bisschen lange rumgetüffelt, um das Ganze auch auf diesen 9x9 Block hier, den ich jetzt zur Verfügung hatte, zu platzieren und es hat hingehauen. Das Einzige, was mich jetzt halt noch stört dabei, ist, dass ich wegen dieser Redstone Torch hier, die das Button-Signal weiterleitet, musste ich jetzt hier einen Block hintermachen. Der gefällt mir noch nicht. Aber bei
größeren Gebäuden wird das dann nicht mehr auffallen. Ich kann jetzt ja auch mal. So, sieht man nichts mehr. Redstone Torch ist vielleicht auch ganz praktisch, dass man weiß, wo der Button ist. Kann man. Der Raum wird beleuchtet. Naja, soweit dazu.